Keine Information, nur Gesundheit. Dankeschön, ciao. Die sind zufällig nur gerade grün. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. So, huch, da lief gerade eine Ratte rum. Gut, das ist ein sehr langer Kampf. Er ist gebrochen. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Nein! Nein, was? Ich verlasse diese Armee. Wir auch irgendwie. Oh! Genau was? Wie du. Der verrät uns jetzt. Was? Oh. Er schon wieder, den wir gerade eben getamed haben, mehr oder weniger. Rettest du mich noch, oder was? Ich sterbe hier, Herr! Wie kann ich denn... Danke! Wo ist er jetzt? Dummer Waldläufer! Hast du den falschen Vorwurf ausgesprochen? Ich bin auf der Leiter! Hör auf, dich zu bewegen! Leon, dein Ha! Ja! Nein! Ich war so kurz davor, mit den Spinnen eins zu werden. Oh. Kurz davor, eine von ihnen zu sein. Yeah! Und los! Ja! Er ist durchtrennt, Alter! Ja! Endlich, die Nemesis ist besiegt! Denkst du, ich krieg das nicht mit hier hinten, wa? Oh nein. Schaka, ein Auge ist weg. Aber das war klar. Level 13, der hat nicht lange durchgehalten. Aber immerhin, wir haben den Spinnenmann durch. Hö, wieso hab ich denn... Wieso krieg ich jetzt hier aufs Mo... Ich hab keinen Pfeil mehr. Nee, scheiße, ich hab keinen Elbengeschoss mehr. Okay, dann haben wir gleich den nächsten. Alter, ernsthaft? Nein. Yeah.
So, der kommt auch. Fuck, ich habe keinen Elbengeschoss. Oh, ist das nervig. Wir haben auch keiner Schaden bei ihm macht. Oh oh, was? Hat er aber was verloren? Ciao. So, der Spinnentyp ist immerhin weg. Das ist ehrlich gesagt, ist das alles, was ich wollte. Das hier ist jetzt eher nur so Bonus. Was denn los, Kollege? Nein, was macht ihr denn? Eine Gift. Ah, ja, die Spinne. Diese fucking Spinnen sind immer noch da. Ich hasse Spinnen. So. Wie ich ihn da drüben wegkriege, weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Ich hätte mir vielleicht vorher ein paar Infos über ihn anzeigen lassen sollen. Aber eigentlich wollte ich das doch gar nicht. So, Ruhirim-Dolch. Oh. Warum kämpft er nicht gegen ihn? Dummer Waldläufer. Spür diesen Tarkow. Alle Waldläufer sterben. Jetzt habe ich, warum immer das richtig verspeise. Nein, doch nicht auf den! Oh. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Da stehen zwei Leute rum und er nimmt immer den Falschen, egal wer markiert ist. Ich kotze ins Essen. Aber egal, wir kriegen ihn auch noch. Ich würde gerne wieder was von der Story sehen. Oh, da ist er. Steckst du in Schwierigkeiten? Hä, jetzt lass doch los! Was macht ihr denn da? Was ist das denn für ein Move, bitte? Ich will vom Dach fallen. Ein guter Treffer! Jetzt geht's, alles klar. Ich sag aber nichts. Manchmal passieren hier komische Dinge und die Leute sagen, du bist so doof dazu. Aber es passieren wirklich komische Dinge. Hat man gerade, glaube ich, sehr deutlich gesehen. Ciao. Den will ich auch gern tamen. Okay. Schleichtötung. Okay, ich habe ihn markiert gerade. Mal gucken, wen ich jetzt töte. Ich hatte ihn, glaube ich, nicht markiert. Ah, ich habe eh keine Waffe. Ja, ich brauche Pfeile. Hey, Kumpel!
Okay, zu ihm komme ich nicht hin. Ich glaube, ich sollte es auch lassen. Ich guck mal lieber, wo die Story weitergeht. Bevor wir jetzt hier 10 Stunden an Hauptmännern hängen. Seufzt. Zugur der Schamlose. Das ist noch nicht mal der Typ, den wir gerade... Den wollten wir wegen der Story nehmen. Nee, mach ich auch schon lange nicht mehr. Mal gucken, kommt jemand hoch? Oh, offenbar nicht. Oh, Mist. Hey, ich bin mir B. Ich hab doch B gedrückt. So, machen wir so. Aua. Oh, aua, aua, aua. Das hat mir mehr weh als dir. So, die laufen. Wo laufen die denn jetzt hin? Und wo ist Kollege 19? Nachdem wir 23 schon auseinandergenommen haben? War ja auch easy. Ich meine, war Pillepalle. Kindergarten, Kinderkram. So, wo ist denn Kollege 19? Da hängt er immer noch. Was soll ich von diesem Waldwesen halten? Nichts, sein Traum. Caradore. Wir bräuchten echt mal ein paar Pfeile. Ah, ich habe ihn nicht markiert. Zu viele Leute um ihn rum. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt einen anderen Typen rufen. Der ist ja ein bisschen weiter entfernt. Entfernt. Aber das heißt ja nichts. So. Hier irgendwo müsste der sein. So, Pfeile haben wir auch. Das mit dem Alarm ist mir ehrlich gesagt relativ wumpe. Weil es ändert irgendwie auch nicht so viel. Kollege 19. Ja, Kollege 19 bleibt da hinten. Und wir müssen immer noch in diese Richtung. Das heißt, niemand kann sich vor uns verschalten. So. Und hier erst ist das, wo wir eigentlich hin wollten. Huch. Dann gucken wir mal. Hinweis nachgehen. Ein Festmahl. Ich kann nicht riechen, was sie kochen. Und dafür bin ich dankbar. Okay. Die. Hallo? 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 Ich will alle beherrschen. Auch dich. Oh, da ist noch einer. So, komm schon, Junge. Alter, das letzte Einhorn. Alter, oh. Was wird das denn hier? Das wird wohl eher gar nichts. Nein. Ernsthaft. So. Haben wir wieder ein paar Freunde gefunden. Da freue ich mich immer.
Nummer 19 da hinten können wir eigentlich lassen. Ich muss nur gucken. Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Das, ah, da ist Nummer 17. Okay. Sugar. Besonders anfällig für Bestienangriffe. Oh, schön. Pfeile haben wir jetzt ja wieder. Das heißt, ich hoffe, Schatten aufsitzen geht auch bald mal wieder. So. Dort drüben. Eigentlich hätten wir den da drüben schon längst gesehen. Okay, offenbar komme ich nicht auf den Berg. Jemand in der Nähe? Jemand, das gesehen hat? Nee, ne? So, der ist da hin. Oh, der ist ganz weit da hinten. Die feiern da gerade ein Fest. Explodieren lassen. Grog vergiften. Grog vergiften. Ob was passiert, ich habe keine Ahnung. Er latscht jetzt auf jeden Fall rum. Notfalls kann man den vergifteten Grog später noch explodieren lassen. Ich würde nur gerne erstmal ohne Aufsehens darüber kommen. Das heißt, ich muss da durchschleichen. Der müsste jetzt auf unserer Seite sein. Da komme ich wieder nicht lang, weil er wieder eine Alpha-Wand ist, warum auch immer. Da sind Spinneneier unter dem Wagen. Probieren wir es mal. Das weiß keiner. Ein bisschen Schwund ist ja immer. So, keiner weiß, dass wir es waren. Wir waren weit genug entfernt. Ich hoffe, hier sieht mich auch keiner. So, er torkelt nur durch die Gegend. Okay. Erinnerst du dich? Du hast versucht, mich zu demütigen. Du hast mir dein Zeichen verpasst, aber es brachte nichts. Statt Schande fühlte ich Stolz. Ich akzeptierte das Zeichen und wurde neugeboren. Jetzt werde ich dich töten. Das ist eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung. Ah, der ist beschusssicher, alles klar. Ich bin zu schnell. So, vielen Dank. Das war's, was ich wollte. Spüre deinen Stolz. Ich bin jetzt dein Herr. Ich will dein Auserwählter sein. Das verstehe ich gut. Zum Spion machen, jawohl. Ich werde fest. So, Verrat. Alle Leibwächter des Häuptlings haben sich gegen ihn verschworen. Unterstütze sie in einem Verratsauftrag. So, und jetzt haben wir eigentlich auch alles hier gemacht, was wir machen wollten. Den 19 da hinten, der ist mir egal. So. Ein paar Pfeile grabbel ich auch noch ab. Bleib nicht stehen, immer weiter. Ach, ihr könnt vielleicht nicht kämpfen können, aber laufen könnt ihr alle mal. Wieder einfach gar nicht reagiert, ist voll eingefroren. Gut. Das haben wir. Wir haben eigentlich alle, ich guck mal ganz kurz Aufträge, wir haben eigentlich alle jetzt auf unserer Seite, alle Wachmänner. Das hat mal gedauert mit den Aufträgen.
Nein, nein, nicht wiederholen. Bist du bescheuert? Doch nicht wiederholen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, ja, das ist ganz toll, dass sie alle abgeschlossen sind. Der Ettin. Belagerungsaufträge, Erzfeindaufträge. Ja, ciao. Schatten der Vergangenheit. Richte Orks hin, die sie dem hellen Herrscher nicht unterwerfen wollen. Erinnere ich einen Moment. Das sind diese ganzen komischen Pillepalle-Dinger hier, oder? Isildin, gondorische Artefakte, will ich gar nicht. Herausforderungen interessieren mich wenig. Die Gondor-Aufträge, alle abgeschlossen? Alle abgeschlossen? Ja, dann gehe ich mal zur Armee rüber. Was ist denn? Das ist aber die falsche Armee, Freunde. So, Hallo? Aufträge? Angriffsführer, Grabwandler, ach du Heilige. Brutz der Abhacker, den kennen wir ja ganz gut. Details, der ist inzwischen nur noch Level 16, also der hat ein bisschen verloren. Angriffsführer, Gefolgsmann zuweisen. Okay. Level 14, Level 14, Level 16, 12. Nehme ich mal den Alpratu. Mal gucken, was passiert. Dann haben wir den. Hier kann man noch nichts machen. Freigeschalteter Talion Stufe 20. Dann haben wir hier immer schon mal was. Was hat er denn hier? Ein Olokai. Okay. Wildenhort, Kosten für Verbesserung 57. Wir haben genug, ehrlich gesagt. Ich erwerbe mal. Wildenhort. Die angreifende Armee will mit Axt schwingenden wilden Stoßtrupps verstärkt Schildträger. Oh, Schildträger sind sogar noch besser. Jägerhort. Jägerhort auch gut, aber die Schildleute sind, glaube ich, sogar noch einen Tacken besser, oder? Was haben wir denn hier? Berittene Kavallerie und hier haben wir noch Sprengmeister. Kostet 700. Die angreifende Armee erhält Verstärkung von einer Gruppe explosiver Sprengmeister, die die Festungstore angreifen. Ich bleib mal bei dem Olokai, oder? Bei den Olokai. So rum. Bin mir nicht sicher, ob es das Beste ist. Verbesserung ist aktiv. Okay. Gut, das waren die Belagerungsverbesserungen. Die Aufträge kennen wir ja schon. RT halten Armee. Ich gucke mal schnell. Hallo? Das sieht schon besser. Das sieht nicht ganz so gut aus. Ringgeist, mystiker Stamm. Und hier oben haben wir den Hexenkönig. Dann wird es insgesamt sein. Wer ist das denn hier? Urmasi, Level 3. Uiuiuiui. Level 3, auf süß. Ja, ich will die ganzen Level 3 Leute besiegen. Das wäre mal eine schöne Abwechslung. Nicht Level 23, sondern Level 3. Aber so plups, tot. Also nicht wir, sondern hoffentlich er dann. So, okay. Ich bin glücklich damit, euren Wachhund zu spielen. Bewegt euch, ihr leidet jeder. So. Das will nicht so. Was passiert? Was genau passiert hier? Das Spiel ist auf jeden Fall bugfrei. Wenn wir schon mal dabei sind. Nicht verraten, Freunde. Verratet mich nicht. So. Das waren unsere beiden Freunde von der Tür. Ich glaube, wir sind durch hier. Okay, meint er uns? Nein, ne? Ach ja, hier war wieder das Ding. Gut. Ich kann gar nicht glauben, dass wir unsere Nemesis getötet haben. Es hat ewig gedauert. Ich kann es nicht glauben, dass er tot ist. Jetzt guck ich mal. Nein, ich gehe immer ins falsche Menü. So, jetzt aber. Ah, die Frage ist, welche Aufträge machen wir denn jetzt? Oder welche, ich weiß gar nicht. Wir haben noch den Auftrag, jetzt quasi gegen die beiden hier zu kämpfen. Ziel markieren, hurra, der Gefährliche. Und hier haben wir, Ischmutz, der Unverwüstliche. Der müsste auf unserer Seite sein, ne? Befehligen. Ugol, der Hieb. Okay. Hurra, der Gefährliche. Ich mach mal Ziel markieren. Der ist Level 22. Ich mache vielleicht erstmal Uschmotz. Vielleicht mache ich erstmal Uschmotz. So, und dann die beiden sollen wir ausschalten. Das ist ja eigentlich unser
Hauptanliegen. Kann ich schnell reisen dahin? Kann ich dahin schnell reisen? Gibt es hier irgendwas Schnellreisiges in der Mitte? Da offenbar nicht. Da oben haben wir noch nicht so viel gemacht. Online-Blutdrache. Okay, alles klar. Hedia. Kann ich da nicht schnell reisen? Kann ich? Ah doch, Schnellreise, klar. Hab ich gerade gewundert, wie das nicht geht. Gut. Dann düsen wir da mal ganz kurz rüber und gucken mal, was unser Kumpel macht. Online-Blutdrache verfügbar, das ist super nett. Und vielleicht müsste ich, ich weiß nicht, soll ich so XP sammeln mäßig? Oh, das war keine gute Idee, hier hinzuspringen. Ciao. Aua! Was ist denn hier gerade los? Krass, okay. Gut, ist aber ehrlich gesagt, ist nicht unser Problem. So. Ich vergeude jetzt mal keinen Pfeil, weil Pfeile ja Mangelware sind. So. Dort ist die Festung. Da hinten sieht man sie schon ganz gut. So. Ich habe mir irgendwo ein Schlückchen Grog aufbewahrt. Ich weiß nur nicht wo. Okay. Das wird ja schön, da hinzukommen. Wir können hier was Seil, glaube ich. Ob das Menschenpack wohl glaubt, es hätte eine Chance. Das mit dem Seil klappt super. So. Die haben ja echte Karagor-Probleme, ne, oder? Die werden überall von Karagors angegriffen, ich weiß nicht mal warum. Ich meine, wir sind ja mitten in deren Territorium, trotzdem werden die selber von Karagors mittendrin angegriffen. Als wären die jetzt hier einfach problemlos rein manövriert. So, wie man sieht, hier ist alles gefällt. Erinnert mich ein bisschen an die Horde, muss ich zugeben, da kriege ich wieder Heimatgefühle. So, ich hoffe, die haben nicht zu viele Wachen hier überall drauf. Ogrima. Und auch da drin Karagors, sie aber die sind wahrscheinlich getamed. Sie wussten sich damit, Bestien zu zähmen. Ihre Bestien werden uns nicht von der Feste fernhalten. So. Massaker starten. Ich hab ein bisschen Bammel davor. Aber egal, es hilft nichts, wir starten Massaker. Mal gucken, was passiert. Ischmotz. Den Häuptling zu besiegen, deaktiviert die Jägerhorde. Ist das gut oder schlecht? Details. Aha. Ischmotz flieht nach einem Schleichangriff panisch. Panische Angst vor Schleichangriffen. Okay. Unerschütterlich, kann niemals gebrochen werden, selbst mit niedriger Gesundheit nicht. Okay, alles klar. Das macht ja nichts. Ist ein Schlechter, macht einen Dreifachangriff. Oh. Geschosshagel auch noch mit zwei Armbrüsten. Ach du Scheiße. Und ein Schildträger auch noch. Also er ist Schildträger, hat zwei Armbrüste und macht noch einen Dreifachangriff mit seinem Schwert. Bitte was. Und ist aber noch ein schlechter, ein äußerst gewandter Kämpfer. Also gegen den Typen anzukommen, das ist eigentlich, ja, Schleichangriffe. Und das Einzige, was funktioniert bei ihm, sind Schleichangriffe, weil man sollte, glaube ich, nicht in seine Nähe kommen. Wellen von Feinden töten. Großartig. Bin ich mal gespannt. Der Häuptling vertraut auf seinen Alarm. Wenn du ihn erklingen lässt, vertrauen wir darauf, dass er in sein Verderben läuft. Okay.
Wir haben es ja nicht eilig, ne? Verbirg dich um die Alarmbereitschaft. Lalala, der ist auf unserer Seite. Was genau finden die denn? Wissen die denn, dass ich da bin? Nee, ne? So, wir sollen hinrichten. Wir verwenden hier jedes Teil einer Bestie. Das ist gut für euch. So, ich weiß, das ist kein Töten, was ich hier gerade mache. Nach da unten würde ich gerne erst später nach Möglichkeit. So. Hast du nicht. So, ist ja keine Hinrichtung, wenn ich das mache, ne? Schleichtötung geht, aber ich mach mal... Naja, ich mach Schleichbeherrschen, komm. Bogenschützen kann man immer brauchen. Bogenschützen sind immer super. So. Hey Kollege, schau mal hier. Erstmal die Bogenschützen außer Gefecht bringen, weil sonst bringen die uns außer Gefecht. So, da ist kein Karagol drin. Wir kriegen die auch nicht einzeln, ne? Naja, was soll's. Hat keiner gesehen? Hat keiner gesehen. Okay, wir brauchen eine Hinrichtung. Terrorisieren geht auch nicht. Den nehmen wir noch mit. Ich habe ihn gesehen! Ich zermalme dich! So, erstmal schön hier hinten, wo wir ein bisschen geschützter sind. So, da ist die Hinrichtungstötung. Oh, hab ich grad nicht drauf geachtet. Mist. Nein, nicht ihn. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm auf die dunkle, auf die helle Seite der Macht. So rum. Wir sind ja hier die Guten. Verdammt, das geht nicht. Ich will auch keine Elbenhut machen. Ich würde gerne lieber ein paar Leute auf unsere Seite bringen. Ah, was? Den habe ich nicht gesehen. So, jetzt aber. So, sehr gut. Die Schildträger kommen immer sehr gelegt. Oh, der nicht mehr. Auch wenn die nicht getötet sind. Ich meine, die töten sich ja gegenseitig. Letzten Endes läuft es darauf hinaus. Ich
reicht aber. Kann man den nicht mal in Ruhe tamen? Ach, weißt du was? Fick doch die Hölle. So, Kollege Schnürschuh. Oh Gott, 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 ich will nicht, ich will nicht. Nachricht vom hellen Herrscher. Oh. Oh nein. Oh, der ist auf unserer Seite. Oh, nein, die haben mich zu spät gesehen. So, da hinten ist der Schmutz. Oh, der braucht ein bisschen... Da braucht jemand ein bisschen Hilfe, wie es aussieht. Kollege, du bist jetzt ein Guter. Schmutz. Die Musik ist so geil. Schmutz. Oh. Oh. Alter. Ja, Ugol. Geil, Ugol. Wir haben es geschafft. Nice. Ja, Auftrag abgeschlossen. Ischmutz wurde getötet. Die Festung wurde geschwächt. Das Bezwingen des Häuptlings hat folgendes deaktiviert. Den Jägerhort. Ah, ja, ja, ja. Den Jägerhort der Festung natürlich, damit wir später durchkommen. Schön. Hinrichtungstötung haben wir auch gemacht. Cool. Hat alles super funktioniert. Ischmutz, Ischmutz. Was ist denn da los? Ciao. Spürst du das? Nein, du hast daneben getroffen. Wie soll ich das spüren? Du Gag. So, okay. Das haben wir gemacht. Als nächstes haben wir allerdings, wir bleiben in der Festung, denn wir haben als nächstes direkt noch wen anders. Der wird, glaube ich, nicht so leicht sein, könnte ich mir vorstellen. Ami. Ich glaube, der wird nicht ganz so einfach. Takra. Nee, der ist es nicht. Es ist er hier. Es ist Hurra, der Gefährliche. Der hat zwei Wachen. Beide sind auf unserer Seite. Ich setze mich kurz mal bequemer hin. Was keine gute Idee ist wahrscheinlich. Und ich schaue mir mal ganz kurz mal an, was hat der denn für... Gerät in Panik beim Anblick von feindlichen Karagor. Okay, wir sollten also Karagor möglichst holen. Leichtes Ziel für Fernkampfangriffe. Sehr gut. Schaden durch Hinrichtung, Explosion, Schleier. Okay. Aber giftfest. Das ist uns egal. Ist ein Kommandant. Kriegsbanner verstärkt. Ich hasse das. Ah. Ich hasse das, wenn sie Verstärkung rufen können. Aber es gibt vieles, was ich hasse. Insofern. Kronk, du bist ein Mensch voll Hass. Ja, so ist es. So ist es. Gut. Dann haben wir den. 1000 Fuß? Tausend Fuß? Mir egal, wen oder was ich finde, aufgeschlitzt wird es so. Tausend Fuß. Tausend Fuß? Naja, ich beuge mich dem mal. Schön, dass der Hurra heißt. Rufen die auch alle Hurra, Hurra, Hurra. Ischmutz, Ischmutz. Ich weiß, ich fand das irgendwie gut. So, und auch in dem Lied dann Ischmutz. Dieser Sprung ist übrigens unmöglich. Aber gut. Das hier eigentlich ja auch. Das hört sich nicht gut an. Nein. Hä? Jetzt aber. Wie er sich Hauptsache einmal um die Ecke dreht.
So, ich guck mal kurz, ob es da keine Schnellreise gibt. Der ist da hinten? Ich hätte gedacht, der wäre auch bei der Festung. Okay, dann reise ich aber lieber hier hin und dann passt das schon. Der ist wahrscheinlich gerade unterwegs, der muss Besorgung machen. Der ist gerade beim Lidl oder so, da macht er gerade ganz wichtige Dinge, das passt schon. I Schmotz. Okay, da ist der, okay. Was immer der da macht. Ich meine, jetzt haben wir die Hälfte der Strecke mal gespart. De facto. Okay, was immer das gerade war, ich habe keine Ahnung. War doch ein Geräusch. Nein. Was ist das? Ein Drache? Warum auch immer da jetzt ein Drache ist, ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist Ishmoz wahrscheinlich nicht. Hä? Wieso geht B nicht mehr? Ich habe keine Lust auf euch Gesindel. Ich habe echt einen Auftrag gerade. Ich muss Hurra suchen. Stirb, Elender. Hurra, 93 Fuß. Oh, ist er das direkt? Das ist auf keinen Fall Hurra. So, Verrat. Starten wir das mal. Oh, weia. Die Leibwächter von Hurra, der Gefährliche, führen ihn in einen Hinterhalt. Deswegen ist er gerade hier. Den Häuptling zu besiegen, deaktiviert Giftspeier. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Hier! Was für ein Glück, den Waldläufer hier zu treffen. Lassen wir ihn doch gleich bluten. Ja. Der Sängers Lied wird niemals enden. Er wieder. Stimmt ja. Whee! So, der ist eh schon gebrochen. Ciao. Kopftreffer. Level 22, das ging relativ easy. Das ging jetzt viel schneller, als ich dachte. Aber das ist der Vorteil. Hätten wir die Hauptmänner vorher nicht akquiriert, ne? Also hätten wir nicht auch, so scheiße es war, mit den vier Hauptmännern und sonst irgendwas, aber hätten wir die nicht akquiriert, hätten wir jetzt ewig gehangen, weil es wären jetzt drei Leute gewesen, zwei Hauptmänner und ein, wie auch immer der heißt, Festungsvorseher, keine Ahnung, auch ein Häuptling, aber du weißt, was ich meine. Wir hätten ewig an diesem Kampf gehangen. Ewig. Also die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Schlimmer als das, was wir bisher hatten. So, haben wir gut geschafft. So, die einer ist erzürnt. Die basteln da gerade noch ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir das gemacht haben. Achso, ich muss ja erstmal markieren. Entschuldigung. Nachdem wir das gemacht haben, gehe ich nochmal ganz kurz eben auf die Armee. Und jetzt müssten wir eigentlich... Wie kommen wir zu dem? Spiele Aufträge, um mit diesem Charakter zu interagieren. Ich meine, die Festung ist geschwächt. Wir haben die Hauptmänner eigentlich... Gut, der Wissende verfolgt Tugok Totauge. Der ist auf unserer Seite, ne? Befehligen, Ziel markieren. Warum verfolgt er den? Wut der Wissende. Dann helfen wir nochmal unserem Kumpel. Wie weit ist der entfernt? Auch wieder 1000 Fuß. Können die nicht mal irgendwie näher dran sein? Müssen die immer so eine Weltreise machen? Halt. Ich verwechsel mal die Knöpfe. Ich will in die Karte gehen. So. Haben wir da oben? Naja, es ist nicht wirklich eine Schnellreise. Es ist mehr so eine Mittelreise. Aber gut. Boah, wie cool das ist, dass wir die beiden Hauptmänner direkt so ausgenockt haben. Er war gebrochen, wir hätten ihn eigentlich auch auf unsere Seite ziehen können, aber wir mussten ihn ausschalten, damit die Festung deaktiviert wird. Ach, wir hätten, glaube ich, auch gar nicht ausschalten können, die sind ja unerbittlich, glaube ich, ne? Pichiblatsche?
giftige Graus. Karagoras, Entschuldigung. So, 200 Fuß. Da müssten wir eigentlich gleich da sein, dann helfen wir unserem Kumpel. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. So, was haben wir denn hier? Verfolgung starten. Machen wir das mal. Ich muss mal gucken, was für Aufträge wir spielen müssen. Maschinenstamm Bestienmeister. Furcht vorm Festnageln und Kampfesmüde. Ist benommen, nachdem er einen anderen Hauptmann getötet hat. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Ist zeitweilig benommen, nachdem er mit Frostfestnageln bewegungsunfähig gemacht wurde. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe, Explosionen und Schleichangriffe. Das ist sehr gut. Immun gegen Hinrichtung. Das ist sehr schlecht. Erzürnt durch Feiglinge. Bestienmeister. Ruft Karagor in die Schlacht. Nein! Verbündete Bestien heilt. Ach du Heilige. Bestien greifen ihn nicht an. Also. Huch! Habe ich nicht gestartet? Nein. Ich habe B gedrückt. Okay. Eieiei. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Trottel! Wusste es! Wusste es! Kannst mich nicht fangen, Bade! Ja, das ist ein sehr Wissender. Sehr gut. Sehr gut. Rekrutieren. Alle rekrutieren. Das wusste er wahrscheinlich auch schon. Wusste ich! Habe ich mir gedacht. Rückzug. Alles klar. Noch jemand? Auftrag abgeschlossen. Ah, Freunde, ihr lernt aber nie dazu. Das war's. Okay. Gut, das haben wir geschafft. Das ging sogar relativ gut. Erstaunlich gut sogar. Und wir gucken mal ganz kurz eben noch auf der Karte. Was ist das denn hier? Gura der Flüsterer. Level 10. Ziel befindet sich im Suchgebiet. Den können wir eigentlich mal besuchen. Der ist ja quasi gleich nebenan. Gura der Flüsterer. Mal ganz kurz gucken, was ist da gerade los? Was macht der denn für Geräusche? Der macht komische Geräusche. Auch da ist ein Kampf unserer Leute. Da gehen wir natürlich auch mal hin. 1000 Fuß, ernsthaft.